Wir sind Basti und Svenja. Seit April leben wir Vollzeit mit unserer Hündin Pepper in unserem selbst ausgebauten Camper und stehen mit unserem Zuhause an den schönsten Orten Europas. Manchmal kürzer, manchmal länger. In dieser Folge definitiv länger als erwartet. Aber genau diese Freiheit lieben wir am Vanlife. Willkommen zu einer neuen Folge und willkommen auf unserem kleinen, aber feinen Stellplatz hier mitten in der City. Wir stehen hier auf so einem kleinen Parkplatz. Ist zwar nicht der schönste Platz, den wir je hatten, aber wir fühlen uns hier ganz sicher und wohl und es ist gut, um die Stadt zu erkunden. Budapest ist die Hauptstadt von Ungarn und eine für uns der schönsten Städte in Europa. Irgendwie scheint es so, als würden sich nur die schönsten und pulsierenden Städte an der Donau ansiedeln. Basti war schon mal hier, für mich ist es das erste Mal und bin schon total neugierig auf die Stadt. Hallo! Wir sind auf Margaret Island, einer kleinen Insel auf der Donau in Budapest. Und ja, wir haben gerade so überlegt, was wir euch alles zeigen wollen. Und die Stadt, die ist einfach so unglaublich schön und wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich war schon 2-3 Mal hier, ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Aber auch ich entdecke hier immer so viele schöne neue Sachen. Es ist einfach eine grandiose Stadt. Überall Cafés und Restaurants und schöne Gebäude. Und wir zeigen euch jetzt zumindest mal unsere Top 5, was wir hier in Budapest machen und gemacht haben. Weil wir wissen noch nicht, wie lange wir hier bleiben, aber Top 5 gibt es jetzt zu sehen. Wir fangen schon mal mit einem an. Ja. Margaret Island. Margaret Island. Margaret Island, die grüne Lunge von Budapest. Die Insel zwischen Buda und Pest ist ein kleines Naherholungsgebiet. Ein Ort zum Erholen und Entspannen für alle, die in der Stadt leben oder auch für Besucher. Sie kann mit den unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln erkundet werden. Von E-Caddy bis Familienbike oder Lokomotive ist alles dabei. Die Laufstrecke, die einmal um die komplette Insel führt, ist wohl eine der schönsten Europas. Wir haben mit Pepper die Insel zu Fuß erkundet. Großes Plus: Es gibt eine große Hundeauslaufzone zum Spielen und zum Austoben. Und der 9.
Wir sind jetzt auf dem Weg zur Markthalle. Wir haben uns ja bei unserem Parkplatz ums Eck schon mal einen Markt angeguckt. Und jetzt gehen wir aber zum Touri-Hotspot schlechthin, in die große Markthalle. Ich hab Hunger. Markthallen zum Einkauf von frischem Obst, Gemüse, Milch und Fleischwaren gibt es über die ganze Stadt verteilt. In den oberen Etagen gibt es meist eher touristische Stände für Souvenirs und allerlei Kleinkram. Für eine Sache werden wir ja immer schwach bei so Touri. Plätzen. Wir sind immer auf der Suche nach Weihnachtsschmuck für unseren Weihnachtsbaum aus jedem Land, das wir bereisen. Auch wenn wir nicht so viel gekocht haben während unserer Zeit in der Stadt, liebten wir den Flair dort vor Ort und sind das ein oder andere Mal einfach nur durchgeschlendert auf der Suche nach einem kleinen Snack oder fruchtigen Erfrischung. Rein. Jetzt geht's um alles. Pfeffer Performance 2.0. Jetzt schauen wir mal, ob Svenny nur Quatsch erzählt hat oder Pepper jetzt ein Zirkushund ist. Stolze Hundemama! So, wir kommen gerade wieder von Margaret Island, einem unserer Highlights. Und gehen gleich über zu einem der anderen Highlights, und zwar mal wieder der Kulinarik. Es ist mal wieder Zeit für Food and Drink. Oder? Ja. Es ist immer Zeit für Food and Drink. Und was hier in Juros Pita Burger. Der Restaurants und Cafés, die man in Budapest besuchen sollte, ist lang. 50% unserer Zeit haben wir wohl mit Essen verbracht. Sowohl die klassische ungarische Küche als auch die internationale Küche ist ein absoluter Hochgenuss.
Besonders hat es uns aber eine ungarische süße Leckerei angetan. Na, wer weiß, was wir meinen. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Guten Morgen. Wir machen uns jetzt noch einen Kaffee, oder besser gesagt, ich mache mir noch einen Kaffee. Und dann machen wir uns schon fertig und dann geht's zu unserem nächsten Highlight. Volle Entspannungskrönung. Wir sind ja in der Stadt der Thermalbäder und genau da gibt es Schwänze. Aber es wird nicht nur ein ganz normales Thermalbad, also auch, klar, aber klein special. Insgesamt 70 Millionen Liter bis zu 78 Grad heißes Thermalwasser sprudelt täglich in Budapest aus der Tiefe. Über 50 öffentliche Thermalbäder werden damit versorgt und wir waren in einem der größten, das Tschechany Heilbad. Wir hatten unsere eigene private kleine Umkleidekabine, was mehr Platz war zum Umziehen, als wir in unserem Camper haben. Der Außenbereich war riesig, aber trotz vieler Menschen konnten wir richtig gut entspannen und die Sonne genießen. Wir sind im Außenbereich hier von dem Thermalbad, dessen Namen wir nicht aussprechen können, deswegen blenden wir es ihn ein. Und es ist 24 Grad in der Sonne, Außentemperatur und das Wasser ist badewannenwarm. Wärmer vielleicht. Wärmer vielleicht sogar. Der Hammer. Und hier chillen wir noch mal eine Runde, bevor es um 14 Uhr dann in den Topf geht. In den Topf geht, in den Biertopf. Wir konnten aber nicht nur in angenehm warmem Thermalwasser schwimmen, sondern auch in warmem Bier baden. Das soll besonders gut für Haut und Haar sein. Und nach mehreren Tagen ohne Dusche konnten wir das ganz gut gebrauchen. We have these ingredients here. This one is the malt. The malt gives the sweetness of the beer. This one is the hops. These are giving the bitterness of the beer. We also have this special balsam salt, which also mixed with these ingredients. It's also good for your skin and gives a good smell of the whole bath. Wir hatten jeder ein Fass voll warmes Bier zum Entspannen. Und in der Mitte ein Zapfhahn, um ein oder zwei eisgekühlte Bier währenddessen zu genießen. Das Bad hat richtig gut getan. Ja. Wir fühlen uns wie neugeboren. Und es gehört definitiv auf unsere Highlight-Liste. Also Thermalbad in Budapest auf jeden Fall machen, das sowieso. Oh, dennoch mit einem Bierspa dazu. Ja, wir würden es empfehlen. Coole Erfahrung. War schon gut. Ja, also Bierspa und Thermalbad. Check. Ein weiteres Highlight für uns war auf jeden Fall auch die Buda-Seite. Wir stehen hier vor dem Park, der zu der Zitadelle und zu der Freiheitsstatue hochgeht und von hier aus hat man so ein paar Punkte, wo man einen richtig, richtig schönen Ausblick über die ganze Stadt hat. Das ist richtig zum Sonnenaufgang, zum Sonnenuntergang bei Nacht. Das ist einfach bei jeder Tageszeit richtig schön.
Budapest ist bekanntlich geteilt durch die Donau. Während sich östlich in Pest das urbane Leben abspielt, befindet sich auf der westlichen Seite Buda. Der Gellertberg bietet eine unglaubliche Aussicht über die ganze Stadt. Kleine Trails und Treppen führen zu vielen mehr oder weniger versteckten Aussichtspunkten, die in wenigen Minuten zu erreichen sind. Der Aufstieg lohnt sich, definitiv zu jeder Tages- und Nachtzeit. Unser Stellplatz für eine Nacht am Eingang zu dem Park war der perfekte und einer der schönsten Spots, die wir auf unserer Reise bisher hatten. Hier befindet sich auch das bekannte Burgenviertel, direkt neben dem angrenzenden Burgpalast. Der Burgpalast ist das größte Gebäude Ungarns und ist von der Donau über Treppen und Rolltreppen zu erreichen. Die Größe wird einem erst so richtig bewusst, wenn man durch die riesigen Tore geht und auf den endlosen Innenhöfen landet. Ein weiterer Teil und Besuchermagnet im Burgenviertel ist die Fischerbastion und Matthiaskirche. Und obwohl es schon zweimal in der Geschichte fast komplett zerstört wurde, blieb es bis in die heutige Zeit bestehen. Wahnsinnig beeindruckend und man hat auch von hier einen perfekten Blick über die Stadt. Heute ist ein Special Highlight, das hatten wir so nicht eingeplant für Budapest, weil uns spontan Freunde angeschrieben haben, die ab heute in Budapest sind und mit denen gehen wir jetzt frühstücken. Und wir freuen uns schon mega drauf, weil eigentlich kennen wir uns nur online. Über dieses Internet. Über dieses Internet und jetzt ist ein Blind Date. Da kommen sie! Nach mehreren Versuchen, uns mit Anne und Fabi, aka Neuland Pioniere, zu treffen, unsere Wege sich aber leider nie kreuzten oder besser gesagt das Timing einfach nie gepasst hat, haben wir es, wie der Zufall so wollte, in Budapest endlich geschafft. Aus einem kurzen, geplanten Frühstück wurden dann fast 5 gemeinsame Stunden in einem Café und einem weiteren Abend in dem Barviertel von Budapest. Die Bilder behalten wir aber lieber für uns. Wir haben es endlich geschafft! Neuländer in Person. Stimmt, Neuland hoch 2. Neuland nach vielen Versuchen. Ja, stimmt. Endlich ein Versuch. Und es war schöner, als wir es hätten je denken können. No. Sagen Sie jetzt noch mal hinter der Kamera. Ja, genau. Es war so schön mit den beiden und wir hoffen, dass wir bald mal länger zusammen unterwegs sein können. Wir haben es endlich geschafft, uns von der Stadt zu lösen und sind jetzt so ungefähr eine Stunde von Budapest entfernt und haben hier an einem See übernachtet und sitzen wir hier und genießen die Sonne und lassen nochmal gerade Revue passieren, was wir alles so in der Stadt erlebt haben. Und ja, uns hat die Stadt extrem gut gefallen, was man daran sieht, dass wir ganze 2 Wochen da geblieben sind, obwohl es nur 3 bis 4 Tage sein sollten. Das stimmt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Highlight der 5 euch am besten gefallen hat oder ob ihr vielleicht ein ganz anderes Highlight habt, weil ihr schon mal in der Stadt auch gewesen seid. Wir würden uns auf jeden Fall total freuen, mal ein bisschen Austausch über die Stadt in den Kommentaren zu haben, weil wir die Stadt extrem interessant finden. Und ansonsten war es das für diese Woche. Der Vlog ist hier zu Ende und wir würden uns natürlich sehr über ein Abo und über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten sehen wir uns schon nächste Woche. Tschö. Tschö.